Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen zum Abendgebet. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beten miteinander und wir entdecken verschiedene Aspekte des Gebetes. Auch heute singen wir ein Lied, am Anfang ein Lied mit den Studierenden der Hochschule für Kirchenmusik.
Wir lesen weiter, was der Prophet Zacharja uns sagen kann. Kapitel 3, die Verse 1 bis 10, heutiger Tagesabschnitt. Ich möchte gleich beim ersten Vers verweilen. Zacharja schreibt: Und Gott ließ mich sehen den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Stellen Sie sich das einmal vor. Eine Vision, ich weiß. Da steht der hohe Priester festlich gekleidet im Tempel, betet. Und während er betet, steht der Satan, der Gegenspieler Gottes, neben ihm. Der darf das. Und er zeigt während des Gebetes mit dem Finger auf Jeschua und klagt ihn an. Wie das? Die Anklage des Satans bezieht sich auf die Kleidung des hohen Priesters, die, übertragen gesprochen, äußerlich rein war, aber in den Augen des Verklägers schmutzig. Aus dem Textzusammenhang können wir schließen, dass es der Schmutz der Sünde ist, welche den Ansatzpunkt für den Satan liefert. Du bist nicht würdig zum Gebet, vor Gott nicht. Liebe Beterinnen und Beter, mir passiert das auch, dass mir beim Beten meine Sünden einfallen. Oder dass ich mich nicht würdig fühle. Jetzt bekomme ich dafür eine mögliche Erklärung. Da gibt es jemand anderen, der Scham in mir hervorruft und der am liebsten will, dass ich weglaufe. Dass ich denke, ich passe nicht zu Gott. Ich bin nicht würdig zum Gebet. Er wird nicht auf mich hören, weil ich gesündigt habe. In der Vision des Zacharja geschieht jetzt was ganz Erstaunliches. Jeschua reagiert überhaupt nicht auf die Anklage. Er verteidigt sich nicht. Er beichtet auch nicht. Er wechselt auch nicht die Kleidung. Er bleibt einfach betend stehen. Stattdessen werden die Engel Gottes aktiv. Sie wechseln ihm die Kleidung. Festgewänder bekommt er, dazu noch einen Kopfschmuck. Was können wir daraus für unser Beten ableiten und vor allem dann, wenn wir uns mit unseren Sünden und Fehlern herumschlagen? Zunächst, Sünde ist kein Grund, um das Beten aufzugeben. Wie auch, es gibt ja praktisch immer welche. Das Zweite, wir können uns nicht selbst reinigen. Uns fehlt das geistliche Fleckenwasser, wir haben es nicht. Das heißt aber auch, wir müssen es nicht tun, sondern es geschieht durch Gott selbst. Und damit bekommt als Drittes das Gebet auch einen reinigenden Charakter für uns selbst. Vor Gott beten stehend werden wir verändert. Unsere Schuld wird entfernt. Wir werden festliche Menschen, wieder Ebenbilder Gottes. Das bewirkt allein der Aufenthalt in der Nähe Gottes. Mich ermutigt das sehr, auch heute zum Gebet. Lassen Sie uns jetzt beten. Allmächtiger Gott, wenn wir beten, wenden wir uns an dich. Wir begeben uns zu dem, der heilig ist. Wir können da nicht mithalten, müssen uns schämen und haben mit anklagenden Gedanken und Gefühlen zu kämpfen. Aber wir dürfen bleiben und können dir sagen, was uns beschäftigt, auch heute. Danke, dass die Zeit mit dir uns verändert. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Die erste Woche unseres gemeinsamen Gebetes ist zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten zweiten Advent und freue mich, wenn Sie am Montag wieder mitbeten. Bleiben Sie behütet.